Und? Action! Double Victory! Okay, genug des Spaßes. Das sind die Drogen. So, Leute, weiter geht's. Wir haben noch ein Päckchen. Komme zu mir, komme zu mir. Yeah! Stirb! Oh, das ist wirklich scharf. So, nachdem ich erfolgreich das Paket erstochen habe, unboxen wir weiterhin. Guckt euch das mal an, Leute. Was wird denn heutzutage so sicher verpackt? Siehst du das? Aber ich sag mal so, umweltfreundliches Material. Ja. Und das Symbol sollte euch schon langsam stutzig machen. Leider haben wir es nur zur Hälfte drauf. Eigentlich gehört das auch außen auf die Verpackung drauf. Das bezieht sich darauf. 1 Kilogramm Sprengstoff bestellt. Schwarzpulver. Nee, Spaß beiseite. Schwarzpulver baut man sich alleine. Da braucht man nichts bestellen. Ach, schön. Das kann man aber gleichzeitig dann mit zum Anzünden nehmen vielleicht. Was haben wir da schon jetzt, Leute? Guckt euch das mal hier an. Darauf haben wir uns gefreut. So, Leute, guckt euch das mal an. Deswegen habe ich gedacht, Rakete. Klimatechnik hier. Das ist, wir hatten noch mal ein Gespräch, uns so eine kleine lustige Rakete zu holen. Aber da hat Johnny Hand seine Videos rausgebracht. Ich meine, wir können nicht alles nachmachen. Oder können wir? Machen wir? Ach, vielleicht machen wir trotzdem nach. Wir gucken erstmal, ob es bei ihm die 60.000 Views bringt. Und dann geht es direkt viral durch, wenn wir uns das dann rausbringen. Yeah! Nee, Leute, guckt euch das mal an, was hier Feines ist. Das ist nicht mal verschweißt. Wir können das gleich so öffnen. Oh. Guckt euch das mal an. Und dieses Symbol, oh, da geht mir einer ab dabei, wenn ich das angucke. Guckt euch das Symbol an, Leute. Ihr. Seht ihr das? Hast du gesehen? Oh. Das ist wichtig, Leute. Ach, Warning auf Englisch. Abgabe unter Personen unter 18 Jahren verboten. Yeah. Gefahr durch Feuer und Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Oh. Vor Hitze, Funken, Flammen, heißen Oberflächen fernhalten, nicht rauchen. Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung. Also rennt weg, wenn der Wald brennt, Leute. Nur im Originalbehälter, Verpackung aufbewahren oder abgeben. Ich denke, das darf nicht abgegeben werden an Minderjährige. Du darfst das gar nicht benutzen, Herr Kollege. Das ist ja eigentlich dann für mich. Du bist ja nicht 18. Tut mir leid. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Das muss sofort eingezogen werden. Nee, Leute, das ist wirklich eine feine Sache. Das ist Anzündklebeband. Wusste ich nicht, dass das gibt. Wir hatten früher richtige Zündschnüre. Das hier ist sozusagen in Tape. Ja, Leute, wie soll ich denn das nennen? Das ist so eine Erfindung, die man auch alleine machen kann. Das ist einfach ein Tesaband, wie ich das hier sehe, mit Schwarzpulver drauf. Guckt euch das mal an, wa? Wollen wir es anzünden? Wollen wir? Stückchen? Stückchen? Ja. Okay, wir testen es. Guck mal hier. Also, das ist, ja, wirklich, wenn ich mir das angucke, Leute, das ist wirklich Tesaband. Oh, hier. Das ist, damit könnt ihr irgendwas zutapen. Sicherheit geht vor. Wir sprengen jetzt einen Bleistift. Nein, Faxen. Ja, aber Sicherheit geht vor. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Sowas hatte ich noch nicht gehabt. So, da legen. Das könnte auch schön irgendwo dann befestigen. So, machen wir mal. Guck mal, Leute. Jetzt machen wir mal einen kleinen Spaß. Guck mal, das könnt ihr jetzt so. So. Ey, das bin ich echt überrascht. Guck mal jetzt. Ist das drauf richtig? Oh! Geil! Klein normal. Schön! Habt ihr das gesehen? Leute! Wieso hat das so gefunkt? Weil das so eingerollt war am Ende? Schade, ich habe jetzt so starr, was man anzünden könnte damit, aber. Na, Böller im Zimmer ist blöd. Wir machen gleich das Fenster auf. Leute. Oder wir machen es jetzt mal so. Ist da ein Tape? Das könnte auch irgendwo. Sieht man das? Oh, ich habe die Sammlerwaffe beschädigt.
Das Sammlerstück, Leute. Das haben wir vorhin reviewt. Schaut mal in die anderen Videos rein. Eine qualitativ äußerst hochwertige Überlebenswaffe. Aus Japan? Naruto? Ne, wenn ich das was sagt. So, weiter geht's. Bei Messern, da ist immer so ein Kribbeln. Ne? Leute, guckt hin. Also sowas müsst ihr euch... Was ist mit dir los? Sowas müsst ihr euch holen, wenn ihr kokeln wollt. Das ist so... Das ist ein richtiges Feuerzeug, ne? Also, hier Leute, los geht's. Polenmarkt? Ich glaube ja, ne? Vom Markt unseres Vertrauens? Guckt euch mal an jetzt hier. Warum ging das jetzt schneller wie vorhin? Leute, habt ihr das gesehen? Das ging scheinbar schneller, weil ich es direkt auf den Boden geklebt habe. Oh, es ist schön angebacken. Oh, jetzt darf ich das wieder abfummeln hier, scheiße. Assistenz! Sauber machen, bitte. Na hier, hopp, hopp, an die Arbeit, los, raus. So! Leute, ey, das macht Spaß. Sag mal, war das wirklich, das war doch ab 18 erst, ne? Anzündklebeband, also ja, das könnt ihr auch mal selber, ich lese mal vor. Blablabla, Schwarzpulverschnur auf Anzündstelle. Blablabla, erste Feuerwerkskörpers legen, durch seitliches Andrücken verkleben. Möglichst längs des Schwarzpulvers legen, also die Litze vom Anzündschnur, vor dem Verkleben seitlich herausführen. Das Band zu den Blabla, nächsten Feuerwerkskörper und immer weiter. Aber Leute, wenn ihr damit die Böller verbindet und der erste Böller explodiert, ich würde fast behaupten, dass es dann die Zündschnur mit zerlegt. Also die nächsten zwei durften schwerlich noch hochgehen, weil die zerfetzt es doch mit der Explosion. Also Leute, guckt euch das Bild nochmal richtig an. Wir werden das gegebenenfalls testen, aber das ist doch eher was für Raketen normalerweise. Also, feine Sache. Danke, Herr Kollege. Wurde eingezogen. So, Gewinnspiel ist ja ein extra Video. Leute, wenn ihr sowas, wir machen da ein schönes Clickbait drüber. Polenböller aufgetunt oder sowas in der Richtung. Da springen immer einige drauf an und heten, was das Zeug hält. Mir egal, wird gelöscht. Deswegen nochmal kurz die Ankündigung hier, ne? Kommentiert, liked, abonniert und wer am meisten schleimt, kriegt es dann hinterher. Also mir muss so richtig eher dabei ja, so und der kriegt es dann. Oder die. Also ich glaube, wenn Mädels abonnieren, die kriegen sofort nochmal ihr Telefonnummer mit dazu. Ihr müsst aber leider schon 18 sein. Oder ihr verschweigt mir das Alter. Kopfkino? Leute, macht mit. Ich meine, wir müssen ja alles ausprobieren. Wir müssen ja Clickbait machen, wir müssen haten, wir müssen Schweinskram bringen, wir müssen Sextoys testen. Was nehmen wir hier alles auf uns, nur damit Klicks kommen und Abos. Wir brauchen Abos. Wenn wir nicht bald ein paar tausend Abos kriegen, werden wir ganz fürchterlich verhungern. Also Alkohol gab es schon lange keinen mehr. Können wir uns in der Form nicht mehr leisten? Wenn wir kein Geld mehr haben, was zünden wir dann mit dieser Zündschnur dann an? Autos bei diversen Straßenschlachten am 1. Mai? Ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck im Sinne des Erfinders ist. Wir wollen Böller haben. So eine großen. Schickt uns doch ein paar Böller. Keine illegalen. Wir distanzieren uns von Polenböllern. Nein, ihr dürft nicht. Ich glaube, ihr habt alle verstanden. Schickt uns Päckchen. Der Link ist in der Beschreibung, aber leider verschwinden die Päckchen unterwegs, weil das Team hat es noch nicht geschafft, eine Packstation-Adresse zu ermitteln, wo wir das dann hinschicken lassen können von euch. Ich will jetzt mit dem Finger auf niemanden zeigen. Ne? Ach, tschüss, Leute. Genug geschwafelt. Tschüss.